Alles läuft wie geplant. Jetzt habe ich euch beide. Was Hawker angeht, um den habe ich mich auch gekümmert. Euch gehen lassen? Lass mich überlegen. Tut mir leid. Meine Antwort ist nein. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Arten, euch leiden zu lassen. Dich und MacPherson. Ich muss das gut vorbereiten. Eines ist sicher. Dieses Spiel werde ich am Ende gewinnen. Hawker hängt am Ende eines Seils. Ich habe ihn an einem Baum aufgeknüpft. Das habt ihr von einem Mörder doch erwartet, oder? Wir sehen uns schon bald wieder, meine Hübsche. Arschloch. So, jetzt sind wir wieder im Haus des Mörders, und zwar im Bunker. Und zwar wieder unterwegs als Hernandez. Ja, dann erstmal wieder zwischenspeichern. So, gespeichert haben wir. Und jetzt werden wir uns mal ein bisschen umschauen. Was haben wir da? Ist da die MacPherson? MacPherson? Können Sie mich hören? Psst! Sie holen ihn noch zurück. Gott, haben Sie mich erschreckt. Ich dachte, diese Zelle wäre leer. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Sie haben nicht zufällig etwas bei sich? Tut mir leid. Alles, was ich hatte, waren ein paar alte Kekse. Und ich war hungrig. Ja, wer ist denn dies? Wer sind Sie? Ich dachte, der Killer wäre nur hinter Frauen her. Gary Anderson. Ich habe das verlassene Haus entdeckt, als ich auf der Jagd war. Ich wollte mich nur ein wenig umsehen. Der Killer hat mich überrumpelt, als ich mich oben umgeschaut habe. Ich habe versucht, über den Balkon zu entkommen. Aber er hat mich geschnappt. Ich bin schon seit Monaten hier eingesperrt. Seit Monaten foltert er mich. Ich kann nicht mehr. Ach so, das ist Mr. Anderson. Und er lebt noch? Wie schaut's denn aus mit der Flucht? Sind Sie schon lange hier? Haben Sie nicht versucht zu fliehen? Ich habe anfangs einen Versuch unternommen. Ich war eingesperrt, wo Sie jetzt sind. Was haben Sie getan? Ich habe improvisiert. Mit der Gabel, die er mir für mein Essen dagelassen hatte, habe ich das Gitter eines alten Luftschachts abgeschraubt. Was ist dann passiert? Der Killer kam zurück, als ich gerade im Luftschacht verschwinden wollte. Er hat mich davon überzeugt, es nicht noch einmal zu versuchen. Dann hat er mich in diese Zelle geworfen, die normalerweise für die Frauen reserviert ist, die er töten wird. Seitdem sitze ich hier drin fest. Der Luftschacht hier drin ist fest verschweißt und die Zellentür lässt sich nur mit einer Fernsteuerung öffnen. Ich habe keine Chance zu fliehen. Haben Sie das Ding, mit dem Sie das Gitter abgeschraubt haben, noch immer bei sich? Ja, es ist mir gelungen, es zu verstecken. Für den Fall, dass ich es doch noch einmal gebrauchen kann. Werfen Sie es herüber. Ich werde versuchen, es zu fangen. Ja, ich glaube, das war nix. Wo ist denn das Ding? Da ist's. Ich bin zu weit weg. Wie zu weit weg? Ich bin zu weit weg. Ach so, da können wir wieder nicht hin. So, erst einmal wieder speichern. So, jetzt schauen wir uns mal ein bisschen im Zimmer um. Da haben wir Kisten. Ach so, die können wir verschirmen. Vielleicht können wir mit der da aufsteigen, oder? Da war der Luftschacht, wo er gesagt hat. Da ändert es drin. Metallrohr. Gut, das nehmen wir mal mit. Ein Speed kann man verschimmen oder was? Aha, gut. Diese Kekse waren widerlich. Aber ich musste einfach die ganze Packung essen. Und da haben wir, was haben wir denn da? Einen Kühlschrank? Verschlossen. 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 Wie schaut's denn aus mit dem Rohr?
Da schon her. Magnet. Oh, mit den Magneten. Da kann man vielleicht die Gabel holen. Und das ist eine Plastikdose. Können wir die zerlegen? Nick. Können wir das kombinieren, Anik? Gut, ein paar Trümmer haben wir. Ja, pass auf, jetzt muss ich mal schauen. Ob wir den am Magneten erwischen. Also die Gobi-Money mit dem Magneten. Vielleicht habe ich nur einen Teil der Lösung gefunden. Teil der Lösung? Keine gute Idee. Warum nicht? Ja, die stellt sich schon ein bisschen deppert da, oder? Kann man so sagen. Nichts Nützliches zu finden. Nichts Nützliches zu... Nichts Nützliches? Vielleicht komme ich hier durch. Aber es ist zu hoch. Es ist zu hoch. Darf ich steigen vielleicht? Hier kann ich nicht hochklettern. Und ich kann das Bett auch nicht an die Wand schieben. Die Rohre sind im Weg. Ach, die Rohre sind im Weg. Können wir denn die entfernen? Das kann nicht funktionieren. Ach so. Jetzt hätte ich mal, wir schieben irgendwie die Kisten her. Ja gut. Jetzt können wir zumindest schon mal aufsteigen. Fest verschraubt. Kombinieren? Geht nicht, oder wie? Warum nicht? Können wir mit dem Magneten was machen? Keine gute Idee. Oder vielleicht mit dem Rohr? Das kann nicht funktionieren. Ah, nick. Ja, was machen wir denn jetzt? Pass auf, erstmal wieder speichern. Weil mir öfter das Spiel mal abstürzt. Und deswegen muss ich öfter speichern. So, vielleicht können wir an Anderson das Rohr geben. Oder? Oder nicht? Vielleicht habe ich nur einen Teil der Lösung gefunden. Ja, das befürchte ich ja. Können wir denn mit dem Rohr? Vielleicht der Oma hat. Annik. Mit dem Magneten? Annik so wirklich. Haben wir noch mehrere, Annik, oder? Verschlossen. Ich bin zu weit weg. Ja, sie ist zu weit weg. Mit dem Rohr können wir nichts machen. Das wird niemals funktionieren. Und mit dem Magneten, Annik? Vielleicht habe ich nur einen Teil der Lösung gefunden. Gibt's denn noch mehrere? Schnur, da ist er her. Jetzt pass auf, jetzt werden wir mal das kombinieren, oder? Schaut schon besser aus. Und das Ding können wir jetzt rausschwingen. Und können so mit den Magneten, also hier, die Gobi herziehen. So, jetzt hat sie gehaut. Gut. Dann können wir mal da oben das Ding oberschrauben.
Wickert. Und Wickert. Damit können wir schon mal in den Luftschacht rein. Und können wir im Gang wieder raus. Wahrscheinlich werden uns gleich erwischen. Und wieder irgendwo einsperren. Oder können wir da frei rumrennen? So, und Servus, da sind wir schon wieder. Nach dem Absturz. Schon wieder mal. Ja, wir sind da aus der Zelle ausgebrochen. Und sind jetzt da in dem Gang. Die Tür ist verschlossen. Ja, die ist natürlich verschlossen. Dieses elektronische Schloss öffnet bestimmt die Tür. Das kann gut sein, aber wir wissen noch nicht das Passwort. Und da ist Anderson. Wer wird als Nächster sterben? Sie, ich, Ihre Freundin? Ja, das weiß ich nicht. Das war gerade der Mörder. Der Killer verwendet ein elektronisches Schloss, um die Türen zu versperren. Haben Sie von Ihrer Zelle aus jemals gesehen, wie er die Nummern eingegeben hat? Ja, ich habe ihn 100 Mal dabei beobachtet. Es sind 5 oder 6 Zahlen. Ich bin mir sicher, dass der Code für Ihre Zellentür mit einer 4 beginnt. Die letzte Ziffer? Ich glaube, es ist eine 5. Aber mehr weiß ich nicht. Aber was soll das alles? Es ist hoffnungslos. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass ich diesen Ort lebend verlassen werde. Ich möchte nur noch, dass die Schmerzen aufhören. So, also der Code für unsere Zellentür beginnt mit einer 4 und endet mit einer 5. Da könnten wir aufrennen. Aber wir wollen ja gar nicht aussehen, oder? Gut, aussehen wollen wir ja nicht. Wir müssen ja noch die McPherson und den Anderson befreien. Da ist ein Inventar. Und was ist das da? Ach so, ein Medizinschrank. Amphetamine. Die Schachtel ist leer. Die Schachtel ist leer. Farbiges Desinfektionsspray. Gehen wir mitnehmen. Und da haben wir einen Erste-Hilfe-Koffer. Nehmen wir auch mal mit. Gut, sonst nichts, oder? Schaut nichts aus. Die Kamera. Dieser Bastard wird auf keinen Fall irgendwelche Bilder von mir bekommen. Ich sollte diese Kamera ausschalten. Ausschalten? Vielleicht mit dem Rohr oberhauen? Keine gute Idee. Keine gute Idee. Farbiges Desinfektionsspray. Ja, Moment einmal. Wenn das farbig ist. Dann können wir es besprühen und dann sieht er nichts mehr. Da war noch eine, gell? Da Oma, pass auf. Besprühen wir genauso. So, und jetzt müssen wir mal schauen, wo die Vicky ist. Die wird wahrscheinlich da drin sein. Verschlossen. Natürlich verschlossen, da ist noch eine Kamera. Ein elektronisches Schloss. Ich habe keinen Schlüssel. Den Schlüssel kann übrigens die McPherson haben. Jetzt machen wir noch mal den da. So, jetzt sieht er auf jeden Fall nichts mehr. Geht's da rein? Verschlossen. 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 Können wir das vielleicht aufbrechen? Wahrscheinlich nicht. Verschlossen.
Verschlossen. Nix. Gut, schauen wir mal da rein. McPherson, hören Sie mich? Ich bin's, Paloma Hernandez. McPherson, wachen Sie auf! Ach, wo bin ich? Hernandez? Oh Mann, bin ich müde. Ja, die ist nur ein bisschen benommen von der Betäubung. Wir müssen hier raus, McPherson. Wir müssen versuchen zu fliehen. Fliehen? Was? Später. Ich werde später darüber nachdenken. Ich habe ein digitales Schließsystem gesehen. Wir müssen einen Code eingeben. Aber welchen? Ein Code? Das sagt mir etwas. Ich habe eine Reihe von Codes auf dem Computer im Keller gefunden. Erinnern Sie sich an die Nummern? Ich kann mich nicht konzentrieren. Warten Sie, ich habe sie in mein Smartphone eingegeben. Der einzige vollständige Code, den ich besitze, ist für die Luke. Ich will die Luke nicht öffnen. Ich habe auch eine Reihe von Vor- und Zunamen. Auf der Liste ist mein Vorname mit dem Nachnamen Stanton verbunden. Bin ich auch auf dieser Liste? Ja, Paloma Martin. Wenn Hawker recht hat, handelt es sich hier um eine Figur, die Veronica Lake gespielt hat. Wissen Sie, was der Killer vorhat? Er hat uns entführt, weil er Leute für eine Pokerrunde braucht. Jetzt lassen Sie mich schlafen. Rick Stanton und Paloma Martin. Es muss einen Code geben, der mit diesem Namen zusammenhängt. Ich werde Ihnen Zeit geben, darüber nachzudenken. Ich glaube, ich werde ein kleines Nickerchen halten. Gut, das ist noch benommen. Und das mit den Namen, das habe ich noch ganz gut in Erinnerung. Beim ersten Mal durchspielen. Da habe ich nämlich ewig lang rumgefieselt und rum da. Und bin da nicht drauf gekommen. Aber jetzt weiß ich es ja. Und zwar die Namen, das geht per Alphabet. Also von 1 bis 9. Also mit dem ersten Buchstaben 1 ist dann das A. Das geht dann bis 9. Das ist dann das I. Pass auf, und wir haben Martin gehabt, gell? Ja, pass auf. Das M steht nämlich für die 4. Dann ist das A für Ding gestanden, für eine 1. Dann haben wir die 9. Die 2. Nochmal die 9. Und die 5 für das N von Martin. Und dann sollte das öffnen. Genau. Und es ist bei den Namen Stanton genauso. Aber was drein wieder erinnert? Pass auf, jetzt könnte man eigentlich da hinten aufmachen. Bei Stanton war es nämlich das gleiche. Pass auf. Da haben wir nämlich für das S haben wir eine 1. Eine 2. Dann wieder. Eine 1, oder? Genau. Und dann haben wir eine 5. Und dann haben wir ja 5, oder? War das richtig? Bin ich so im Kopf jetzt durchgegangen? Ja. Gut. Also an dem Rätsel bin ich damals verzweifelt. Da bin ich nicht draufgekommen.